wohl nur noch uns, Bruder. Shit, da sind schon die nächsten Gegner und wir sind gerade wieder zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Call of Duty Ghosts. Unser Freund Rourke, noch Freund, hat gerade einen erledigt, wie man sieht. Und wir befinden uns in einem Zeitsprung in der Haut von Elias. Sekunde. Noch zwei voraus. Du gehst da runter, ich nehme die Flanke. Okay, wir schlüpfen also in die Rolle von Logan und Hashs Vater. Mach schnell. Was soll's, komm, Unterwasserangriff. Yeah. Schnapp dir eine von den Waffen. Das hat echt gesessen. Was haben wir denn da Schönes? Zeiten, was, Elias? Kann man so sagen. Die Stadt zerfällt! Wir haben keine Zeit mehr! Ja, die komplette Stadt wurde geflutet. Ui! Schnell rüber hier. Auf dein Zeichen. Auf mein Zeichen? Das ist eine gute Sache. Ausnahmsweise. Oh, war kein gutes Zeichen, oder? Ich wollte eigentlich winken, aber lief nicht so ganz. Feindlicher Heli! Shit. Was heißt bereit machen? Wir haben nichts dagegen, oder? Hier ist eine normale billige Wumme. Ich renne jetzt weiter durch, lieber. Da oben ist er. Der rennt schon weit. Eieiei. Nicht gerade die beste Wumme hier. Na, ein altes Ding. Oh, was war das denn Lustiges gerade? Hilfe. Ich habe mich komplett gedreht. Interessant. Aber das soll der Action keinen Abbruch nehmen. Die ist nämlich gnadenlos in Call of Duty, wie wir wissen. Der liegt da noch rum. Sicher, wir nach. An alle Einheiten auf dieser Frequenz, bitte kommen. Hier ist Ghost, Post 2. Höre klar und deutlich, Merrick. Rook, wir sehen El Marco, aber werden beschossen. Westlich des Hotels. Verstanden, sind unterwegs. Na los! Treffen Sie sich mit Merrick. Den anderen Ghost, die wir in der letzten Folge verloren hatten. Wir retten wohl mal wieder Merricks Arsch. Okay, wir sammeln uns, schnappen mal Marco. Achtung! Helikopter. Ach du Scheiße. Und die haben uns gesehen. Bleib mal hier hinter, lieber. Und schnapp mal ein bisschen Luft. Boah, das ist gar nicht so eine gute Idee. Runter. Schnell unter Wasser. Und dann wieder raus. Möglichst nicht gesehen werden. Das hier erzählt wahrscheinlich auch ein bisschen die Geschichte, wie Elias zum Ghost geworden ist. Weil, wie gesagt, wir befinden uns hier in einem Zeitsprung, einer Art Vorgeschichte, wo der Krieg gegen die Föderation so wirklich ausgebrochen ist. Also gegen die südamerikanischen Staaten, die sich zusammengeschlossen haben, um Amerika zu zeigen, wo es lang geht. Wechsel mal eben die Bumme, ganz klar. Da war die Bison doch mehr nach meinem Geschmack, glaube ich. Boah. Alter Schwede, ich muss mal kurz in Deckung hier. Das geht sonst nicht gut aus. Oh, 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 die nehmen uns hier echt aufs Korn. Und wer steht da noch? Das ist irgendwie geschützt, aber war keins hier. Nochmal drauf. Ich hoffe, die Hombres sind down. Da vorne. Wir haben nur eine Granate im Moment, deswegen will ich die jetzt nicht verschwenden. Was aber ganz klar auffällt, in Call of Duty sind die Mitspieler effizienter als im Battlefield, finde ich. Also die NPCs, die mit einem rumlaufen. Liegt natürlich auch daran, dass ich die nicht so wirklich, ja, ich sag mal, angewiesen habe. So, da unten sind unsere Jungs. Eröffnet ihr das Feuer! Wir haben einen Marco zum Hotel verfolgt!
Mann, da stehen die alle im Parkhaus hier. Ist ja wie beim Schießstand irgendwie. So. Einfach schön rein, immer rein mit dem Blei. Okay, Rogue, ich bin dabei. Was bleibt mir auch anderes übrig? So, nehm mal die Waffe mit gerade. So ein schönes, schönes MG. Und Rogue hinterher. Da drüben sind noch Feinde. Einfach mal durch. Einfach mal so richtig schön rein hier. Pam. Ein paar Feinde sind umgekippt. Einmal Luft holen und einmal nachladen. Kann man das eigentlich auch unter Wasser? Ja, cool. Sehr praktisch. Hält man einmal die Luft an, lädt unter Wasser nach und dann ist man wieder am Start. Super Deckung eigentlich. Boah, nee, mit dem Ding kann ich überhaupt nicht schießen. Ganz klar. Lass es lieber sein. Mit Visier klappt das dann doch deutlich besser. Guck mal, da hinten ist noch einer. Ich glaube, jetzt könnte ich mal gerade die Granate werfen, oder? Ha! Die hat auf jeden Fall gewirkt. Und der hat auch gewirkt. Mann, wie viele treiben sich da im Wasser rum? Mein Gut, ist eine überflutete Stadt, ne? Da ist das halt so. Da hinten den Typen will ich kriegen. Die kommen jetzt rüber. Der nächste. Ich lade mal kurz nach. Oi, das sind ganz schön viele. Das sind immer echt Gegnermassen hier bei COD Ghost. Okay, das war bei COD aber auch immer so. Boah, der ist noch nicht tot. Den haben wir auch noch einen Kopfschuss verpasst. Da sind aber noch weitere. Da vorne bei der schönen Blume. Ein wunderschöner Strauß. Also nicht Strauß, eine Pflanze. Boah. Von wo? Ich sehe die Penner nicht. Ich sollte auch besser mal nachladen, bevor ich da stürme. Der Almagro müssen wir aufhalten. Das ist eigentlich die Hauptmission hier. Bei dieser Rückblende. Deswegen sind wir grundsätzlich hier angekommen. Boah. Fuck. Die killen den einen nach dem anderen. Moment, ich tausche mal die Wumme eben aus. Zack. Und Ajax ist hier auch noch am Start. Der ja, wie wir wissen, umgenietet wurde. Schnell. Oh. Yeah. Wie gefällt euch das, ihr Penner? Schnapp dir die Knarre. Almagro. Schöner Rückentreffer. Aber kein Happy End. Alles okay? Wir sind so schwer. Elias, du musst. Scheiße, Bro! Lass uns hier mal draufziehen! Das ganze Ding geht weg! Komm her, Rock! Also wir müssen ihn loslassen. Wir können ihn nicht retten. Elias. Wir sind zu schwer. Du musst ihn loslassen. Und was hast du getan? Ich traf die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich ließ ihn los und rettete die anderen. Was ist mit ihm passiert? Wir haben seine Leiche wochenlang gesucht. Dann wurden wir
wir abgezogen. Und er als vermisst gemeldet. Aber wieso jagt er Ghost? Die Föderation hat ihn gefunden. Und wenn sie ihn umdrehen konnten, dann schaffen sie das mit jedem. Und ein Ghost hört erst auf, wenn seine Mission beendet ist. Findet ihn, bevor er uns findet. Genau. In Caracas ist ein Mann, der weiß, wo er schläft. Victor Ramos. Er leitet die Forschung für die Föderation. Nur wenige Männer sind Rocks Freunde. Ramos ist einer von ihnen. Für Rock müssen wir zurück nach Caracas, wo alles begann. Tag der Föderation, 15. Juni. Caracas. Wieder in der Haut von Logan Walker. Seine Maske zu verdienen. Shit. Ziel bestätigt. Die Mission beginnt. Bestätigt, Scarecrow 6-2, Ende. Das ist ja schon sehr geil gemacht gerade. Seid ihr alle bereit, Jungs? Wir müssen uns unsere Maske verdienen, die Ghost-Maske. Werf aus, ich muss schon unsere Evakuierung prüfen. Feuern Sie die Seilrutsche ab. Oh. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Einklinken. Das wird lustig, glaube ich. Ein kleiner Adrenalinkick mal zur Abwechslung. Hatten wir ja vorher nicht. War ja keine volle Ladung Action und so. Wäre es nicht besser gewesen, wir wären durchs Fenster gekommen. Seid ihr sicher? Am Lauen. Feinde unter uns. Durch das Licht im Inneren werden sie uns nicht sehen. Der Typ am Tisch. Ausschalten. Wird gemacht. Ich nehme den linken. Ziel ausgeschaltet. Wir sind sicher. Weiter zur nächsten Etage. Mehr Feinde unter uns. Recht schießen. Drei am Vogeltisch drüben. Linke Seite, einer in der Küche, einer läuft. Nach links, zuerst in die Küche. Warte, bis er in der Küche ist, dann beide ausschalten. Okay, ich halte mich bereit. Müssen ja da drüben sein dann, in der Küche. Was gibt's denn da leckeres Snacks, hä? Ja, heute nicht. Sicher. Und weiter. Kein Fruchtzwerg für ihn heute. Für den Föderationssoldaten. Fruchtzwerge sind ziemlich geil. Nettes Werkzeug hat der Keegan dabei. Wir jetzt auch wieder in der Gegenwart nach dem Zeitsprung. Eieiei. Muss ich da wahrscheinlich erst hoch? Obwohl, ich komm doch, könnte das auch hier. Ach, ich kann das auch hier machen. Cool. Moment mal. Das ist ja geil. Sowas wollte ich schon immer mal machen. Am besten bei einem Bankeinbruch oder so. Aber lieber nur virtuell. In echt kommt das nicht so gut. Stromversorgung ist ganz hinten. Los.
Speisen Sie den Virus ins Stromnetz ein. Hacken? Hacken? Bin auch kein guter Hacker. Obwohl, ich kenne ja Gongs Passwort, ne? Und schnell die Daten hochladen. Ich glaube, wir werden jäh unterbrochen. Ziele nähern sich schneller. Schneller, schneller, schneller. Es dauert ja ewig, die Daten hochzuladen. Nein, ich erfülle die Mission. ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? No sé cuándo toca divertirse. Confía en mí. Con ese pintón en marcha. Wird gemacht, Keegan. Ich will mich da nicht einmischen. Huiuiui. Ich bin froh, dass wir es so weit gebracht haben. Sicher. Und wieder einklinken. Dann mal wieder rüber an das Ding. Dass denen die Fenster nicht aufgefallen sind, wundert mich ein wenig. Das muss doch sehr ziehen hier oben. In der Hauptstadt der Föderation. Und Action! Sehr schön. Zwei auf dem linken Balkon. Runter und ausschalten. Aber die mache ich von hier oben fertig, oder? Ziele ausgeschaltet. So. Boah, fliegt der da komplett down. Uiuiui, das wird auffällig. Der hilft auch die Fensterputzer-Strategie nichts mehr. Eine direkt unter dir. Das ist irgendein Konzert. Irgendein Rave oder so ist da. Wir können leider nicht dran teilnehmen, so gern ich doch wollte. Denk dran, wir müssen die Aufzüge ausschalten, damit er nicht abhauen kann. Hab die Hauptaufzüge im Westflügel. Wir treffen uns, um die anderen Aufzüge auszuschalten. Mir nach. Banco Stevenson. El Banco. Moment mal. Das riecht doch förmlich nach einer Falle. Wobei wir sehr unauffällig sind und der Rave da unten, die Party da unten, ist ganz praktisch. Erledigen. Sicher. Denn das ist ja schön laut. Und genau das können wir in der Mission gebrauchen, weil wir ja leise vorgehen müssen. Na, das werde ich dir wohl glauben, mein Freund. Shit. Okay, das wird ein kleiner Fight jetzt geben. Das wird einen kleinen Fight geben. Live-Training hat sich voll gelohnt. Aber wirklich nur einen kleinen. Ich nehme mal die Wumme mit gerade, um auch mal ein bisschen Abwechslung zu zeigen. Recht sicher. Ash, bitte komm. Aufzüge sind offline. Sekundäraufzüge noch aktiv. Verstanden. Bis gleich. Los fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz. Wir müssen sie überraschen. Den Fernseher. Linke Seite. Nein, den Fernseher. Beba, la cerveza se va a calentar si no vuelve la luz pronto. Es la mejor. ¿Qué coño está pasando? ¿Quién apagó la luz? ¿Qué pasó? ¡Por allá, por allá! ¡Allá están! ¡No los veo! Yeah, wie asozial. Strobolicht. Strobo-Party. Auf die Ecken achten. Das blendet natürlich den Feind sehr. Aber ich sehe auch nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Sicher. Doppelkombo aus.
Geiles Ding. Wohin jetzt, Keegan? Bisher ist ja alles sehr gut gelaufen. Alles klar, ich bin fast im Kontrollraum. Aber ob das so weitergeht, ist eher fraglich. Ziemlich cool inszeniert das Ganze. Erinnert mich so ein bisschen an die Tschernobyl-Mission. Hilf du, Hash. Ich klinke die Seile ein. In Call of Duty Modern Warfare kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr es selber gespielt habt oder das Let's Play vielleicht sogar geschaut habt. Schalt den Strom der Aufzüge aus. Wir haben Gesellschaft. Oh, ich wollte gar nicht. Ich wollte eigentlich den Fahrstuhl deaktivieren, aber was soll's. Da kommen sie. Zeit zum Aufrüsten. Sie haben uns gefunden. Komm durch. Fuck. Okay, da vorne geht's los. Komm, dann will ich jetzt mal ein bisschen Lautstärke hier. Ein bisschen Radau machen. Zur Abwechslung mal. So. In Deckung. Zack. Das hat gesessen. Ich habe noch mehr für euch vorbereitet, ihr Penner. Einfach mal rein hier. Oh, du lebst ja noch. Ziele ausgeschaltet. Deine Ladung, ich sichere den Ausgang. An den Seilen einklinken. Na, das kann ja heiter werden, wenn wir darunter sein. In der nächsten Episode. Wir haben das Virus eingespeist ins Netzwerk, hier in dieser kleinen Schleichmission, gemeinsam mit den Ghosts. Und wir müssen uns unsere Maske erst noch verdienen. Und das tun wir hoffentlich auch ganz gut mittlerweile. Nun müssen wir noch den VIP gefangen nehmen. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie an dieser Party vorbei. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird und freue mich auf euch in der nächsten Episode.